Ja, so, wir sind auf Sendung. Ein bisschen später heute, hat noch ein bisschen gedauert, wir waren gerade am Telefonieren. Ja, herzlich willkommen. Wir haben unser nächstes Testspiel absolviert. Das war jetzt ein generell schönes Spiel. Haben 2:9 verloren, war aber ansonsten ein faires Spiel. Erstmal danke an Halle, dass ihr da wart. Ich habe halt auch die ganze Woche hier genossen. Ich fange am besten mal bei Ihnen an. Einmal kurz anfassen zum Spiel. Wie sah es aus eurer Sicht aus? So, danke schön. Wir erst sagen, Marken, tolle Häuser. Ich will dich danken. Marken, wo bist du? Hier. Für die Einladung und für die Gastfreundschaft. Die ganze Woche war ich hier ganz toll. Die Eismeister, das eine Tag haben wir Probleme mit der Maschine gehabt und wir haben gedacht, es wird das Training ausfallen und die Eismeister hat das Arbeit. Er hat sehr gut gearbeitet und eine halbe Stunde später waren wir wieder am Meister. So, nochmal danke, Mann. Vielen Dank. Kurz zum Spiel. Es war für uns ein guter Abschluss. Wir haben die ganze Woche hart gearbeitet. Wir waren 3-4 Stunden teilweise auf dem Eis täglich und gestern einen harten Spiel gegen eine starke holländische Mannschaft. Und es war auch nicht so einfach in den ersten 20 Minuten heute. Nordhorn hat gut mitgehalten und dann gut mit den Strafzeiten. Das ist natürlich ein bisschen schwer und unsere Spielzahl war spitze heute oben. Und ich glaube, das hat den Unterschied ausgemacht. Und ich freue mich, dass wir am Corner heute. Und wie gesagt, das war die Krone von einer harten Woche. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall noch Glückwunsch an dieser Stelle. Natürlich verdient der Sieg in der Hinsicht. Ja, wir sagen gerade, die Strafzeit wurde schon mal angesprochen. Die müssen wir wohl, denke ich, mal ansprechen. Die Schiedsrichter wollten nicht kommen. Die hat mir gerade noch eingeladen zur Pressekonferenz. Die sagten dann, nein, die trauen sich nicht. Ja, schönen Gruß an dieser Stelle und ich gehe mal weiter an Ralf. Ja, hallo zusammen. fällt mir fast nichts dazu ein, das ist selten, aber heute muss ich sagen, wie Ken schon gesagt hat, es war ein absolut faires Spiel, ohne irgendwelche unnötigen Härten, ohne Schlägereien, ohne große Strafen. Ja, viele Entscheidungen waren meiner Meinung nach unverständlich. Aussagen, die unparteiische treffen, die meiner Meinung nach, man muss sowas eigentlich mal in der Öffentlichkeit sagen, weil das sind Dinge, die hört sonst niemand. Unser Kapitän hat dann Herr Miller kurz nachgefragt, ob das so weitergeht, und da war die originale Antwort, ich habe ihn extra gefragt, ob ich das so sagen darf, und dann hat er gesagt, ja, er bestätigt das auch, das müssten wir doch einsehen, dass er ein bisschen mehr gegen uns pfeift, weil Halle ist ja schließlich Gast. Finde ich gut, tolle Einstellung, Gastfreundschaft, bin ich absolut dafür. Wir können jetzt sagen, wir haben das abgesprochen, er wollte noch ein bisschen Überzahl trainieren und dann haben wir da gerne geholfen. Wir haben uns einen Tag Arbeit in der Woche gespart, weil wie gesagt, unter der Überzahl konnten wir jetzt genug trainieren. Ansonsten das Spiel an sich, was ich da mitnehme, ist, dass wir die ersten 20 Minuten ordentlich dagegen gehalten haben, dass wir wussten, dass Halle die ganze Woche schon hier war und hart gearbeitet hat, eigentlich über den Kampf ins Spiel kommen wollten. Gut, das wurde ein bisschen unterbunden, aber ansonsten müssen wir jetzt anfangen, irgendwann auf Tore zu schießen und hinten noch ein bisschen sicherer zu stehen. Und wenn ich jetzt Hannover dazu nehme und dieses Spiel, die beide ja, Strafzeiten reich waren, haben wir von 14 oder von 17 Gegentoren, glaube ich, 14 in Unterzahl kassiert. Das heißt, Unterzahl müssen wir noch ein bisschen was tun und vor allem nicht vergessen, die Tore zu schießen. Ansonsten fällt mir da viel ein, aber ich sag's nicht. Ist wahrscheinlich besser so, Ihnen ist das Band auch mal voll. Ich würde sagen, wir lassen es mal so stehen. Eine Sache noch. Marc, was war mit dem los? Der ging jemand vom Eis, kam dann zwar geduscht wieder, sah zwar nicht so aus, aber was war da los? Gut, bei Marc war es so, er ging schon angeschlagen in die Partie, hat mit dem Handgelenk Probleme gehabt. Dann, irgendwann ging ihm die Luft aus und hat er simuliert. Und nein, Spaß beiseite. Er hatte einen Schlagschuss auf den Knöchel gekriegt und das, wie man weiß, wenn das blöd trifft, das schwillt an. Er kam und hat sich dann entscheiden müssen, vielleicht komme ich nicht mehr aus dem Schuh, denn nie wieder in einen Schuh. Und dann haben wir gesagt, gut, der Spielstand war relativ klar und dann war es okay. Ja gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle natürlich gute Besserung.
Wir würde sagen, beenden erstmal für heute das Gespräch und bleiben noch ein bisschen hier. Wenn ihr noch Fragen habt, darf die jetzt gerne stellen. Aber da kommt nichts, da sehe ich auch nichts hinter dem Strahler, das ist ein bisschen dumm. Na gut, ja, wir verabschieden uns, bedanken uns, wünschen noch einen schönen Sonntag. Unseren Gästen aus Halle eine schöne Heimreise. Vielen Dank. Und wir sehen uns wieder am nächsten Sonntag, wenn ich richtig habe. Alles klar, guten Abend.